So, liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu Bioshock Platin. Letztes Gebiet, das Trainingsgelände. Jetzt müssen wir die Little Sisters beschützen, damit sie Adam sammeln können. Und dann müssten wir eigentlich relativ zeitig die Platin bekommen. Ich habe es ja ganz am Anfang im ersten Part erzählt, man kann, bevor man Frank Fontaine die letzte Spritze reinhaut, das Spiel speichern und dann den Schwierigkeitsgrad auf extrem ändern. Ich bin soweit. Dann müsste es eigentlich auf Anhieb alle Schwierigkeitsgrad-Trophäen geben. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal manuell abspeichern. Auch vorm Bosskampf, um kein Risiko einzugehen. Und sparen wir uns einen kompletten zweiten Run. Ja, lach dir ins Hemd, Fontaine. Fertiger. Ich bin soweit. Komm, Mr. Bubbles. Wer? Gehen wir, Mr. Bubbles! Der ist reif, Mr. Bubbles! Ach, schau sie dir an. Obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelsball befreit sind, bringt zu Chance mentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünde wie diese kann kein Mensch wieder gut machen. So, jetzt kommen die Splicer. Diesmal nehmen wir das Maschinengewehr, Antipersonenmuni. Funktioniert eigentlich hervorragend. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Das bist du definitiv, ja. Aha. Ich sehe Adam, Mr. B. Ich bin soweit. Er sieht traurig aus, Mr. B. Komm, gehen wir. So. Little Sister ist fertig. Es kann übrigens auch Buggy sein, ne? Dass sie sich, nicht mehr rührt und mit dem Adam-Sammeln nicht fertig wird, dann müsst ihr den letzten Speicherstand laden. Gehen wir, Mr. Bubble. Es ist mir vorher passiert. Ich bin soweit. Ich bin soweit. So, nehmen wir unseren Bot mit. Wir.
Wem? Komm, gehen wir! Der Engel ist vor! Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Und wie das die Splicer herlockt. So, Nummer 2. Komm, gehen wir. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Gehen wir, Mr. Bubbles. Gut. Ich bin soweit. Komm, gehen wir. Ich schon längst. Bouncer. Habe ich gerade gemacht. Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Was ballert hier? Wollen wir vermeiden. Gehen wir, Mr. Bubbles. So, wie schaut es mit dem Heck aus? Ah, das merkst du, wenn du hier die passenden passenden Toniken hast, ne, dass da viel weniger am Start ist. Aber ich muss trotzdem geradeaus runter. Ja, sind lauter dünne hier. Das heißt, da fließt schneller durch. Passt aber trotzdem. Ja, ja, alles gut, Lee. Alles gut, Mädel. Ich bin soweit. Komm, Mr. Bubbles. Achso, die gehört zu mir. Oh, wo? Frage, wo ist er denn? Bin schon da. So.
Die können uns ein bisschen unterstützen, ne? Ja, viel ist nicht mehr. Haben wir noch? Ja, hier haben wir noch. Ja, passt. Wunderbar. Komm, gehen wir! Der Engel da sieht aus, als ob er tanzt. Was war wunderprächtig. Komm, gehen wir. Komm, Mr. Bubbles. Ich folge dir unauffällig. Ja? Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Ja, ich will mal noch die Eve-Spritzen mitnehmen und die Kontaktminen, die hier liegen. Wo bist denn hin? Ah, hier. Bei der Tür passt schon. Fortein will mehr. Fortein ist ganz in der Nähe. So. Packen wir einfach nochmal alles auf. Ziel erreicht. Begleite die Little Sister. Alles klar. Du musst die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. So, Adam Anti-Werkzeug. Passt. Immer die Wärmesucher-Raketen rein. Ja, ich bin eigentlich fertig. So, was ich jetzt noch mache, ist nochmal manuell speichern. Falls es mit den Schwierigkeitsgraden, wie ich mir das vorstelle, nicht so wirklich klappt, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. So, Fontaine.
Deswegen habe ich auch nochmal gespeichert. Es gibt keine weitere Chamber, man kann nicht speichern. So, da ist er, Frank Fontaine. Der Obersplicer. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. So. Option. Spieloption. Extrem. Hat's übernommen. Letzte Adam-Spritze rein. Normal müsste es gehen, so. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich. Falls nicht, lade ich den alten Speicherstand nochmal und mache den Typen komplett auf extrem. Wäre nicht das erste Mal. Atlas besiegt. Alter, das ist schon extrem creepy. Wir entziehen ihm das komplette Adam. Freund der Little Sisters, wir haben alle gerettet. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Wir haben alle Schwierigkeitsgrad-Trophys auf einmal bekommen. Und du hast sie abgelehnt. Die hat es mir jetzt zwar nicht angezeigt, aber hey, Platin, Leute. Ich habe alle Trophys auf einmal bekommen. Hat es mir gar nicht angezeigt. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Toll, liebe Leute, das war's. Platin erreicht. Hier. Auch wenn die anderen Trophys nicht aufgeploppt sind, die Schwierigkeitsgrad-Trophys, beziehungsweise die sind alle auf einmal aufgeploppt, da kam wahrscheinlich das Spiel nicht hinterher. Aber ihr seht's hier. Wo haben wir's denn? Hier. Der Freie hat die Wahl. Extrem. Ich entschied mich für das Unmögliche. Extrem ohne Vita-Chamber. Schwer ohne Vita-Chamber. Haben wir alle auf einmal bekommen, weil ich vor der letzten Adam-Spritze, bevor ich die im Reinkauen habe, auf Extrem umgestellt habe. Freund der Little Sisters, alle gerettet. So kann man es machen, Freunde. Ihr könnt euch natürlich auch den Spaß machen und das Spiel auf Extrem durchspielen, ohne weiter Chamber. Ich habe es zweimal ganz normal gespielt, also auf der PS3 und auf der PS4.
Es ist eine Herausforderung, macht aber sehr viel Spaß. Und man muss auch viel taktischer vorgehen, ne? Mit den Munitionsarten und den Plasmiden. Wie kombiniere ich was? Das macht richtig Bock. Da könnt ihr euch so eine richtig coole eigene Taktik zurechtlegen. Aber hey, jetzt haben wir es halt einmal so gemacht, ne? Einfach wie möglich war die Devise. Und das haben wir erreicht. Okay, Leute, Platin-Trophäe hätten wir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Bioshock. Wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder, wenn wir komplett als Delta spielen. Der Big Daddy Prototyp. Danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis nächstes Mal. Ciao, habe die Ehre, Servus.